Moin moin, jotten Tag und hallole, ich grüße euch, ihr Zombie-Bändiger. Ja, ihr seht es richtig, wir haben hier einen Zombie gefangen, beziehungsweise der ist hier aufgetaucht und da hinten rumgeschlappt, während ich mich um das Namensschild gekümmert habe und um ein paar andere Dinge. Und ja, er hat im Endeffekt das perfekte Timing sich rausgesucht, denn ich habe das Namensschild natürlich schon mit einem Namen versehen, mit dem klangvollen Namen Grunzi, denn ja, er grunzt und stöhnt ja vor sich rum, aber Stöhni hört sich komisch an. Deswegen habe ich mir gedacht, nennen wir diesen netten Kerl hier einfach mal Grunzi und ja, hoffen, dass der hier seine Arbeit dann sehr gut macht und verrichtet. Ich habe schon gesehen, dass er da hinten etwas hin und her stromert oder stromern kann, wenn er denn möchte. Ja. Seht ihr, also das funktioniert ohne Probleme. Und ja, ihr seht auch, ich habe das Design hier ein bisschen verändert, weil ich festgestellt habe, beziehungsweise erkannt habe, wenn die Dorfbewohner unten sind, also hier mit diesen Kolben dann halt eben so nach unten kommen, dass der Zombie sie dann angreifen kann, dann bleiben die meistens hier auf dieser kleinen Kante, bleiben sie dann hängen. Und das ist ja dann überhaupt nicht im Sinne des Erfinders, deswegen habe ich die hier mit vollen Blöcken umrahmt, dass die nicht einfach auf der Kante stehen bleiben können, damit der Zombie die auch zombifizieren kann, wenn es dann entsprechend soweit ist. Und ja, ihr seht auch, hier auf der anderen Seite habe ich das gleiche Modell auch nochmal gemacht. Hier müssten wir jetzt nur noch die Aufbauten dann richtig reinhauen. Aber ich denke, das haben wir ja schon hier beim letzten Mal gesehen, wie wir das jetzt machen. Ich habe hier auch schon eine Kiste mit den Sachen und so. Na gut, okay, ein bisschen können wir ja was machen hier. Aber vom Grundprinzip her ist das nichts Neues, nichts Aufregendes. Das ist, ja, ganz normale Pillepalle, könnte man schon fast sagen. So, dann packen wir jetzt noch die Hebel hier vorne dran. Genau, das funktioniert. So soll es auch sein. Und, achso, haha. Mit einer Angel Stein abbauen ist keine so tolle Idee. Ja, ich bin vorhin gestorben. Deswegen fehlt es jetzt hier ein bisschen an Ausrüstung. So, mit einer Angel kann man auch nicht die Truhe aufmachen. Oh, wir haben ja noch Eisen. Stimmt, ich habe ja vorhin Eisen geholt, um noch diese Kolben dann zu machen. Gut, dann passt es ja. Dann nehmen wir von hier noch Stöckchen. Nö, von hier Stöckchen. Nö, aber dann nehmen wir einfach hier den Bambus und machen daraus Stöckchen. Ganz einfach. So, und hepp und zack. Wunderbar. Dann machen wir einmal eine Axt und eine Spitzhacke. Und jetzt sind wir wieder gut ausgestattet. Klar, wir hätten jetzt auch beim Händler gucken können, wie, wo, was und so weiter, was die da so im Angebot haben. Aber das würde ich doch gerne erst dann machen, wenn wir wirklich alle Händler entsprechend freigeschaltet haben und wenn wir dann auch ganz genau wissen, wer bietet was an und auch zu welchen Konditionen. Das ist vielleicht dann auch noch sehr interessant dann zu wissen oder zu erfahren. So, ja, hier kommt auch noch einer rein und da sollten wir auf jeden Fall auch noch einen Kolben reinsetzen. Und oder am besten gleich mit Fackeln arbeiten. So, okay, jetzt habe ich auch nur noch eine Fackel da. Das ist ja auch nicht gerade das Beste, aber naja, gut, okay, so machen wir hier frei und
setzen hier dann die vollen Blöcke dran. Hier noch freimachen, voller Block, genau. Dann können wir hier Hebel, hier Hebel, überall Hebel dran setzen. Sehr schön. Es fehlen ja eigentlich nur noch die Falltüren, aber die müssen wir von der anderen Seite anbringen, weil ansonsten klappen die sich in die falsche Richtung auf. Ne? Also wenn wir die so rum anbringen, dann klappen sie nach hinten auf. Und wir müssen ja darauf achten, dass die Falltüren sich nach vorne aufklappen, damit der Dorfbewohner, der drinnen ist, nicht in wilder Panik dem Zombie entgegenrennt, weil zutrauen würde ich es ihm. So, ja, vielleicht noch ganz nebenbei, ihr seht es, ich habe hier Strecken gemacht. Ich habe da hinten ein Ozeanbiom gefunden und habe mir gedacht, komm, dann werfen wir da etwas Wasser rein und schauen, was dabei rauskommt. Und ja, ich habe da jetzt ehrlich gesagt noch nicht geschaut, was dabei rauskommt. Ich habe auch versucht, mit etwas Sand einen Meeresboden zu machen. Klar, wir haben jetzt nicht so viel Sand gehabt, aber ja, ein bisschen was. Und das bisschen, was ich hatte, habe ich da eingesetzt. Wir müssen wohl auch demnächst unsere Steinlinien, die gehen hier in alle Richtungen, wie ihr sehen könnt, naja, fast in alle Richtungen, müssten wir eigentlich so lange fortsetzen, bis wir irgendwann einmal Wüste finden. Weil in einer Wüste können wir eine weitere Farm bauen, die dann... Oh, da hinten. Ich dachte schon, ich hätte einen Eisengolem gesehen, der sich nicht bewegt. In dieser Wüste, in der Wüste können wir dann eine Farm bauen, wodurch wir Sand bekommen können, weil dann können wir da noch viel mehr fabrizieren und ja, einen Strand bauen und alles Mögliche. Wobei ein Strand wäre jetzt dann glaube ich doch ein bisschen übertrieben. So, wir haben jetzt hier die Vorbereitung soweit eigentlich abgeschlossen. Ich sag bewusst eigentlich, weil wir müssten ja dann noch das hier dran setzen, weil ansonsten können die Dörfler ja nach hinten hinweg abhauen und das ist ja auch dann nicht so geplant. So, und hier machen wir das noch vollends zu, damit dann der Mr. Grunzi, den wir ja schauen, ob wir den dann irgendwie hier drum rumlaufen lassen oder das irgendwie anders dann zu machen ist. Und jetzt sehe ich, hier drin ist alles dunkel. Das ist gar nicht gut. Da müssen wir die Fackeln, die ja draußen sind, reinsetzen. Aber wir müssen da ein bisschen anders hochkommen. Und zwar so und ho. Würden die aber dann sicherlich da an die Seite abhauen. Bin ich mir ziemlich sicher. Dann bauen wir hier kurz so mit Stein ein bisschen dran. Klar, Kohle machen wir jetzt nicht so das Problem. Wir haben ja mehr als genug Holz und was dazu gehört, um daraus dann Kohle machen zu können. Aber ja, es muss ja trotzdem nicht sein, dass wir hier irgendetwas verschwenden. So, das noch, das braucht man glaube ich nicht, aber nehmen wir trotzdem mal mit, damit wir das hier auch gut absichern können, dass wir eine perfekte Trading-Station haben. Naja, ob sie perfekt ist, sei mal dahingestellt, aber wir hätten dann zumindest die Basis für eine Trading-Station und darauf kommt es ja dann unterm Strich an und irgendwie hauen die meisten Steine ab, statt zu mir in die Tasche zu kommen. Naja, gut, okay. Freche Steine. So, dann machen wir jetzt hier noch das und so, genau. Ja, wie machen wir das? Sollen wir da
auch noch mal einen Zombie einsperren, wäre vielleicht, glaube die klügere Idee. Dann machen wir hier einfach zu und hier hinten ist ja sonst auch alles zu. Ist jetzt nur die Frage, wie kriegen wir das hin, dass hier vorne es nicht ausgeleuchtet ist. Aber hinten schon. Oder, haha, bessere Idee. Wir machen jetzt hier, nein, machen wir das so. Sicher ist sicher. Wir machen jetzt hier einfach die Halbstufen rein. Böse Ding. Hey! Was macht denn ihr denn hier? Wollt ihr ja gleich rein in die Trading Station? Ja, kein Problem. Dann kommt hinein und bleibt hier drin. Aber du solltest dann eher hoch. So. Ja, wenn die hier so freiwillig reingelaufen kommen, dann ist es ja perfekt. So, dann machen wir. Halt, nee, das war jetzt falsch. Das war jetzt ganz falsch. Naja, sie sind zumindest eingesperrt. Du bist ein Waffenschmied und du brauchst wahrscheinlich den Schleifstein. Ja, dann packen wir das doch gleich mal da rein. Und dann schauen wir, wie es dann weitergeht mit den Dörflern, die sich hier von selbst einsperren lassen. Die sich von selbst einsperren lassen. Ah ja, ich gut Deutsch. Ihr wisst doch, was ich meine, oder? So. Und du bleibst jetzt hoffentlich da oben. Und dann machen wir das so. Ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Dann bist du jetzt hier schön eingesperrt und kannst dann hoch und runter gebracht werden. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, dass der so schwebt, der Schleifstein. Aber ich weiß jetzt nicht, wie wir den anders dran kriegen könnten. Können es ja probieren, ob wir den irgendwie an die Seite platziert bekommen, aber das bezweifle ich mal ganz stark. Oh, doch, es geht. Ah, sehr schön. Gut. Ist nur eine kleine optische Sache, aber hey, gehört dazu. So, und du bist der Fischer, du brauchst dein Fässchen. Und da stirbt ein kleiner Dorfbewohner. Tja, wer nicht hören will, muss fühlen oder so ähnlich heißt es doch, oder? So, machen wir den hier dran und den hier weg. Sehr schön. Und dann packen wir hier das Fässchen dran. Wobei, jetzt hast du deinen Beruf verloren. Aber brauchen wir überhaupt einen Fischer zum Traden? Ich glaube eigentlich nicht, aber können ja mal schauen. Was ist denn los? Magst du nicht das Fässchen annehmen? Oder hat es irgendjemand anderes angenommen? Das wäre natürlich dezent blöd. Aber naja, gut, okay. So machen wir das jetzt hier einfach so. Dann ist es auf jeden Fall auch sicher. Genau. Dann kann hier theoretisch auch was spawnen, aber das kann dann nach hinten durchgehen, beziehungsweise es kann nicht nach vorne durchkommen. Das ist dann das Wichtigere. Das waren jetzt ein paar R zu viel. So. Aber das haben wir doch jetzt mal relativ gut vorbereitet. Halt, das hier noch. Und dann können wir ja jetzt eigentlich nur noch schauen, was packen wir da jetzt alles hin von sag schnell, von Arbeitsblöcken, genau, Arbeitsblöcken. Denn ja, theoretisch bräuchten wir von allem etwas.
Aber am ehesten Waffen und Rüstungen. Hör. Naja, gut, okay. Ich glaube, wir müssen da jetzt einfach durchgucken. Wo haben wir die besten Bonis? Moment mal, hier können wir auch Bücherregale machen. Wobei, nee, das wäre jetzt blöd, wenn wir jetzt einfach Bücherregale machen und die dann da einfach reinsetzen. Ja. Was läuft denn da hinten ab? Oh. Da ist ja tatsächlich der nächste Zombie. Na, guten Tag, der Herr. Das ging jetzt aber schneller als gedacht. Okay. Wo ist unser... Halt, nee, wir brauchen zuerst... Ah, 14 Smaragde. 14 Smaragde reichen, glaube nicht ganz. Ich glaube, das Namensschild hatte 20 gekostet. Aber, hier mal ein bisschen was. Oh, da haben wir ja auch noch ein paar. Okay, dann passt es ja. So, wo ist der nette Herr? Oder die nette Dame? Oder nette... Nee. Netter Day, nette Day. Naja. Sorry, Leute, ich krieg das nicht so gut auf die Kette. Wie, wo, was? Wie man das mit der richtigen, korrekten Ansprache macht. Aber ich werde mich bemühen und falls es jemand von euch ein bisschen besser weiß oder geschickter ist oder so, dann einfach melden. So, und den nennen wir jetzt Grunzi, den zweiten. Ja, diese Idee habe ich von Melly Secret, also dem Skyblock von Melly Secret. So, Grunzi, der zweite. Weil da gab es dann auch ein paar dezente Problemchen mit den Dorfbewohnern, sage ich schon, mit den sag schnell, oh, mit den Zombies, genau. Und da ist dann der erste Zombie relativ schnell getötet worden, weil der ein Großteil der des Dorfes getötet hatte. Und da hieß es dann nur noch, ja, du bist böse, du musst sterben. Ja. Und dann wurde er getötet und beim zweiten Versuch, ja, hatten wir dann logischerweise einen zweiten Zombie da und den nannte ich dann Schrecki den zweiten. Weil, ja, er logischerweise der Nachfahre ist, der zweite Zombie, der helfen soll, dass die Eisenfarm etwas effektiver läuft. Und ja, deswegen Schrecki der zweite. Und jetzt haben wir hier Grunzi und Grunzi den zweiten. Genau, und das wird dann garantiert reichen, wenn wir hier dann alles fertig aufgebaut haben. Aber ja, wir sollten zuerst einmal noch die entsprechenden Dorfbewohner hochskillen. Hey, was ist mit dir los? Magst du nicht mehr schlafen? Und dann diejenigen mit den besten Angeboten, also was die Waffen, Rüstung und so weiter angeht, hier dann einsperren und dann als Dauerhandelspartner haben. Und ja, dann können wir schauen, was dann so der Rest so alles veranstaltet. Auf jeden Fall fällt mir ein, wir könnten diesen Geistlichen, den könnten wir auf jeden Fall schon mal rüber transportieren, weil der ist komplett ausgeskillt. Glaube ich zumindest. Und dadurch können wir ihn
einfach mal rüber bewegen, so dass sich ein neuer bilden kann. Also ein neuer Dorfbewohner. Ein Geistlicher wird es, glaube ich, nicht gleich wieder sein oder werden. Hier, genau, den hier meine ich. Weil wir müssen ja den Arbeitsblock ja mit rübernehmen. Hätte ich jetzt einfach mal so gesagt, behauptet. So, geh du mal. Genau, perfekt. Und jetzt gehe ich da auch mit rein. Und jetzt paddeln wir hier rüber und da kommen wir nicht rum. Das ist blöd, da müssen wir hier den langen Weg drumherum gehen. Aber gut, okay. Das ist ja, glaube ich, jetzt hier das kleinste Problem. Gut, dann fahre ich hier durch, wenn ich hier durch darf. Okay, das wird wohl ein bisschen kniffliger. Gut, okay, wir müssen hier das Bett abbauen, weil irgendwie kommen wir hier nicht drumherum. Das ist sehr kurios, dass wir hier nicht drumherum kommen. Aber naja, gut, okay. Dann müssen wir den guten Mann hier wecken und sein Bett abbauen. Und das ist jetzt verloren, Mist. Aber Moment, wir sollten hier vielleicht noch zumachen. Sicher ist sicher. Und dann paddeln wir hier einfach weiter. Und ja, ich werde die Dorfbewohner, die wir zum Handeln brauchen oder mit denen wir am ehesten handeln wollen können, wie auch immer man das formulieren mag, werde ich jetzt hier rüberbringen und dann sehen wir beim nächsten Mal die voll bestückte Trading Station, hätte ich jetzt einfach mal so rotzfrech behauptet, denn ich wüsste nicht, was jetzt da noch dran dagegen sprechen sollte, dass wir hier alles halt eben noch fertig machen könnten. Ist jetzt nur die Frage, kriege ich den jetzt hier gescheit da rein? Moment mal, hier haben wir mal Platz. Ich probiere das jetzt hier einfach mal auf dieser Seite. Schieb, schieb, schieb. Und nein, was macht ihr da? Ihr dubbeligen Idioten. So. Dass man immer abschließen muss. Sauerei. So, jetzt will ich das hier aber hier probieren. Wir müssten doch hier reinkommen. Okay, wir müssen wohl doch den Hebel abbauen. Wie, doch nicht? Och nee. Leute, das kann's doch nicht sein, oder? Das kann's doch nicht sein, dass wir hier nicht reinkommen. Ja gut, okay, dann müssen wir jetzt wohl irgendwie die Schiebmethode machen. Wobei, die ist ja auch nicht gerade das Beste. Moment, dann machen wir das so. Und, nee, nicht Bruchstein, Bruchsteinstufe, genau. So, kommen wir jetzt rein. Immer noch nicht. Wie war denn das? Bei Melly Secret hat es doch auch geklappt. Ach, die hatte ja, glaube ich, nur Mauern gehabt. Okay. Und das jetzt hier bei mir dann das Knackpunkt, ja. Das Problem, beziehungsweise der Knackpunkt, dass ich deswegen hier nicht reinkomme. Ja. Also irgendwie muss ich wohl die vollen Blöcke danach einsetzen. Probieren wir es einfach mal so, ob das dann ausreichend klappt, funktioniert. Ich bezweifle es sehr stark. Okay, also das würde wenigstens funktionieren.
Aber ich glaube nicht, dass dann der Geistliche da auf den richtigen Punkt landet, wo er landen soll. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht in wilder Panik mir entgegenläuft, weil da hinten ja der Zombie ist. Kann man den Zombie ablenken, indem wir uns... Nee, nicht wirklich. Hey Zombie, guck mal. Braver Grunzi. Hat du fein gemacht. So, jetzt haben wir ihn hier eingesperrt. Dann dürfte der Dorfbewohner jetzt nicht in heller Panik irgendwie weglaufen, sondern hoffentlich auf die richtige Position gehen. Und es sieht ganz danach aus. Dann machen wir hier zu. Dann machen wir hier den Hebel dran und halt hoch mit dir. Und es klappte. Und warum haben wir jetzt da ja auch einen Hebel? So war das nicht gedacht. Braucht nur einen Hebel. Aber wie ihr seht, es funktioniert. Zwar mit ein bisschen Umwegen und ein bisschen anders als gedacht, aber es funktioniert. Und darauf kommt es ja an. So, dann packe ich dem jetzt noch den Braustand hin und wie gesagt, ich werde die Tradingstation auffüllen, vielleicht noch ein kleines bisschen erweitern, falls wir zu wenig Plätze haben sollten. Und dann seht ihr beim nächsten Mal das fertige Ergebnis und ja, ich schaue mal, wie es von der Zeit her passt, ob ich dann bis dahin auch schon ein Wüstenbiom gefunden habe oder nicht, dass wir dort dann vielleicht die Farm bauen können, um Sand zu bekommen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das dann klappt, funktioniert, aber wir müssen einfach mal schauen, wie wo was. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht das Beste draus. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.